Herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr. Ich darf wieder Kindergottesdienst mit euch feiern. Was total schade ist, ihr seid nicht hier. Wir sind aber hier in der Lukasgemeinde. Wir sind im großen Saal und wir werden jetzt wieder online mit euch Kindergottesdienst feiern. Warum? Weil wir nicht in die Gemeinde kommen können, jetzt den ganzen November nicht. Ihr müsst zu Hause bleiben. Wir kommen zwar als Gruppe hier noch her, um euch was vorzuspielen, aber ansonsten sind wir auch zu Hause. Das finden wir auf der einen Seite total schade, aber dann können wir doch trotzdem Gott feiern, hier Gemeinschaft haben und das über dieses Medium. Also, ihr werdet jetzt wieder jeden Sonntag ein Video von uns auf der Webseite finden. Wir freuen uns total, mit euch so in Verbindung bleiben zu können, auch wenn es ein bisschen komisch ist. Ich bin Christina. Max ist leider nicht da, dafür sind aber eine Menge anderer toller Mitarbeiter hier, die ihr nachher alle kennenlernen werdet. Ich bete jetzt und dann geht's weiter. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass wir Gemeinschaft haben dürfen und ich danke dir, dass du da bist, was auch immer um uns herum passiert. Wir dürfen uns total auf dich verlassen, auf das, was du uns sagst und dass du unser Vater bist, der voll den Plan hat über alles, was passiert. Danke, dass wir deine Kinder sind. Amen. Und für diesen genialen Gott kann man auch Lieder singen. Und für Lieder ist Marco unser Chef. Marco, kommst du nach vorne und fängst an zu singen? Yes, hey Kids, wie cool, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen jetzt zusammen Lobpreis machen, für Gott singen und tanzen. Ich habe mir noch Verstärkung dazu geholt. Julius und Amadeo, ihr dürft mal noch nach vorne kommen. Wir wollen mit euch zusammen Gott loben. Und ich glaube, einige von euch, ihr wart ja auch vor kurzem hier mit uns auf der Kinderherbstwoche und wir haben ein paar coole neue Songs kennengelernt. Und davon wollen wir heute noch mal zwei singen, okay? Und ihr dürft euch jetzt gleich alle mal umdrehen und mal gucken, weil ich glaube, hinter jedem von euch steht wie so eine große Buschtrommel, okay? Die müsst ihr mal einmal nach vorne holen, zwischen eure Beine packen. Und jetzt macht euch bereit und jetzt wollen wir Gott loben, okay? Mit dem ersten Lied. Oh.
Mega, das habt ihr schon richtig, richtig gut gemacht. Jetzt haben wir noch ein zweites Lied für euch. Und der heißt J-S-U-S. Und da geht es darum, wie gut Jesus ist. Und dass er für uns gestorben ist und alle Sünden von uns weggenommen hat. Und wir deswegen siegreich sind mit ihm, okay? Seid ihr bereit? Das war richtig cool. Ich hoffe, ihr habt alle richtig gut mitgemacht. Beim nächsten Mal werden wir noch mehr Lieder singen und weiter Gott preisen. Aber für jetzt müsst ihr euch mal am besten gut hinsetzen. Vielleicht schnallt ihr euch noch an, weil jetzt machen wir eine Zeitreise, eine ganz, ganz spannende Geschichte aus der Bibel. Und ihr müsst jetzt gut zugucken und gut aufpassen, weil es wird richtig cool. Okay, los geht's. Das war jetzt richtig cool. Vielen, vielen, vielen Dank, Marco. Ey, man kommt hier fast ins Schwitzen. Wir fangen heute mit einer Geschichte an und ich darf euch vorstellen, wir haben die Gäste hierher eingeladen. Es wird heute um Josef gehen und Josef, der hatte noch 11 Brüder. 10 davon waren Hirten und waren auf dem Feld und mussten jetzt die Herde besuchen. Also, die 10 sind da. Sie heißen Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Dan, Naphtali, Gad und Ascher. Ganz haben wir nicht alle auf die Bühne gekriegt. Sie sind dabei und sie finden ihren Bruder nicht so ganz klasse. Jetzt sehen sie ihn. Der hat uns gerade noch gefehlt. Diesen Träumer,
Judah spuckt auf den Boden. Den bringen wir am besten um. Ruben umbringen? Wollt ihr euch wirklich die Hände schmutzig machen? Das geht auch einfacher. Werft ihn doch in die Zisterne. Dort soll er sterben. Josef ahnt nichts von dem Hass seiner Brüder. Dass sie ihn nicht mögen, okay. Sein Vater hat ihm ein prächtiges Gewand gemacht. Bodenlang, bestickt, einfach schön. Ein Gewand für eine richtig wichtige Person. Josef halt. Die Brüder können das nicht verstehen. Hat der Vater sie weniger lieb? Lächerlich, wie Josef aussieht, damit herumstolziert. Jetzt wagt er sogar damit herzukommen, zu ihnen, die hart arbeiten. Josef winkt seinen Brüdern zu. Hallo, ich soll euch von Vater grüßen. Wie geht's euch? Dan stellt sich dicht vor Josef. Seit du da bist, schlecht. Wir brauchen keinen Spitzel. Josef weicht einen Schritt zurück. Seine Brüder packen ihn, werfen ihn auf den Boden, reißen ihm vor Wut das Kleid von dem Körper und schmeißen ihn in den Brunnen. Was ist das für eine gruselige Geschichte? Was ist das für eine gruselige Familie? Wir können es nicht ganz verstehen, oder? Wieso sind Brüder dabei, einen umbringen zu wollen? Einer von ihnen. Was ist da los in dieser Familie? Ja, es gibt da ein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr den Vater noch kennt. Von dem haben wir das letzte Mal, als wir uns online gesehen haben, auch schon mal gesprochen. Der heißt Jakob. Und Jakob hatte das Problem, er musste zwei Frauen heiraten. Von der einen, Lea, bekam er viele Kinder, viele Söhne. Von Rahel, die seine Lieblingsfrau war, nur zwei. Dann hat er noch die zwei Mägde geheiratet. Das waren dann insgesamt 12 Söhne. Was das Drama war, seine Lieblingsfrau starb, als der junge Benjamin geboren wurde. Es gab also Josef, den der Vater total liebte. Er war das Lieblingskind. Er war der, auf den der Vater so gehofft hatte, der Sohn seiner Lieblingsfrau. Hatten die anderen Brüder irgendwas falsch gemacht? Nein, sie waren nur von der falschen Frau. Und das haben sie gemerkt. Sie haben gemerkt, dass sie für ihren Vater nicht so wichtig sind. Und sie haben richtig Hass empfunden. Hass, der zum Wunsch kam, dass man eigentlich diesen Bruder umbringen möchte. Dann wäre der endlich weg. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wie es einem geht, wenn man solche Gedanken hat. Ich glaube, nicht so gut. Wie ist das bei euch in den Familien? Habt ihr manchmal Stress? Gibt es da auch jemanden, um den sich alle kümmern? Ist er besonders begabt, besonders schnell, bringt dauernd Einsen nach Hause, vielleicht sogar in Mathe? Vielleicht ist es aber auch eine Person, die dauernd krank ist, um die man sich immer kümmern muss, für die man alles kochen muss, für die alles besonders sein muss. Alle müssen ja immer sich um den einen kümmern. Oder ihr seid die Person, um die sich alle kümmern. Ihr seid einfach schön, ihr seid einfach intelligent, ihr könnt einfach alles. Das kann zu echten Problemen in Familien führen. Und das ist nicht immer leicht. Und das ist auch nicht schön, wenn man merkt, man wird nicht geliebt und man ist hier nicht wichtig. Leider machen Eltern Fehler. Leider haben auch meine Eltern Fehler gemacht. Und ich selber habe 3 Kinder, ich mache auch Fehler. Etwas, was in unserer Familie total wichtig ist, dass wir einander vergeben können, dass wir miteinander reden können und merken, wenn etwas richtig schief läuft. Ich persönlich finde das manchmal gar nicht so leicht, wenn ich dann merke, das war jetzt nicht so gut. Aber eins hilft mir total, wenn ich dann zu Jesus gehe und wenn ich anfange zu beten, dann merke ich, ich habe manchmal andere Gedanken im Kopf. Dann denke ich nicht nur, boah, warum hat der andere das gemacht? Das war echt nicht fair. Oder ich höre auf, vielleicht über andere Leute so schlecht zu denken, sondern ich fange an nachzudenken, vielleicht ging es der Person nicht so gut, vielleicht hatte die Person Stress. Und ich sollte vielleicht weniger reden und erstmal abwarten und beten, bevor ich irgendwas tue. Das hilft mir jedenfalls total, damit wir in unserer Familie Ruhe haben und Frieden haben können miteinander. Wir sind keine Familie, die jetzt nur so ruhig auf dem Sofa sitzt und jeden Tag Halleluja und Lobpreis singen. Wir machen schon auch unseren Quatsch und wir machen auch eine Menge Sachen. Aber das hilft uns auch, damit wir uns besser kennenlernen. Und ich muss sagen, meine Familie verändert sich auch dauernd. Kinder verändern sich, ich verändere mich. Ich weiß nicht, ist bei euch jemand schon mit dem Wackelzahn unterwegs? Oder hat jemand irgendwie eine neue Schuhgröße?
Dauernd ist irgendwas anders. Vielleicht braucht jemand auch noch eine Winterjacke. Ich glaube, da müsst ihr schnell los. Wir können uns auf jeden Fall total auf einen verlassen. Und das ist, wenn Jesus in unserer Familie drin ist, egal was für einen Stress wir haben, egal ob unsere Eltern immer nett und lieb sind oder vielleicht auch mal richtig schlechte Laune haben, der führt uns da total durch. Und da hilft es, wenn wir Gebet haben. Da hilft es, wenn wir zu ihm kommen. Ich will jetzt noch mal beten und dann geben wir euch noch mal einen Vorschlag, was wir in Familie machen können. Vater, ich möchte dir total danken, dass wir einfach zu dir kommen dürfen und dass du mit all unseren Schwächen, unseren Problemen, aber ja, vielleicht auch mit unserem Stolz und unserem Neid, dass du damit gut umgehen kannst und dass wir zu dir kommen dürfen mit allem, was uns belastet. Lass, dass wir die Menschen, unsere Familie so sehen, wie du sie siehst. Einzig und einfach toll. Amen. So, es gibt sehr kreative Menschen in dieser Gemeinde und dazu gehören Claudia und Kesia. Und die beiden haben jetzt zwei super Vorschläge, was wir in der Familie machen können oder mit Freunden, wenn man sich wieder treffen darf, um Spaß zu haben und gemeinsam kreativ zu sein. Claudia und Kesia, kommt ihr nach vorne? Ach so, die sind in einem Haushalt, die dürfen nebeneinander stehen und ohne Maske. Ganz, ganz vielen Dank für die, ja Mensch, Mutmachworte. Und dann muss ich mich gar nicht so komisch fühlen, wenn bei uns dann manchmal auch was nicht so richtig gut läuft. Ich habe nämlich auch Geschwister. Und Kies ja auch. Ja, wir haben gedacht, Mensch, Josef, das ist eine tolle Geschichte und das ist ja auch komisch für den, so das rauf und runter. Und da hat er den tollen Mantel, dann wird ihm das weggerissen. Wie geht's dem dabei? Wenn ihr was dazu basteln wollt, und ich weiß, es sind so viele Kreative unter euch, dann haben wir was. Kesia, zeigt euch mal, was wir basteln wollen. So, da ist ja schon mal ein kleiner Josef. Naja, der hat noch keinen Kopf. Hallo Josef. Ah, der ist natürlich richtig happy mit seinem, wenn er jetzt scharf wird. Hallo Josef. Wir warten da drauf, genau. Da ist er, der kleine Josef. Der ist natürlich richtig glücklich mit seinem Gewand. Das ist richtig toll und bunt und mit den ganzen Steinchen hier. Aber für den Josef, der wird dann in den Brunnen geworfen. Und dann gibt's da Zeiten, tja, da ist der gar nicht so glücklich. Und das sieht dann anders aus. Die Kesia dreht jetzt nämlich gerade mal, Moment, die Schachtel um. Hallo Josef. Oh. Jetzt guckt er ganz schön traurig. Aber auch wenn der Josef traurig guckt, dann hat er ja, und darum basteln wir eine Streichholzschachtel, da ist nämlich was drin. Der Josef, auch wenn er traurig ist, ist er nämlich mit Gott unterwegs. Und wir haben dafür so ein kleines Steinchen, ein kleines rotes Herzchen in die Schachtel gelegt. Und ihr habt bestimmt auch was Tolles zum Basteln. Und was ihr ganz bestimmt habt, ist ein kleines Papierchen. Und da hat der Josef sich draufgeschrieben. Naja, ich lese mal. Zeig mal, Kesia, was hat denn der sich draufgeschrieben? Er hat einen lieben Papa. Naja, klar. Und was hat er noch? Leckeres Essen? Na, ihr habt bestimmt auch. Und besondere Träume? Na, ihr habt bestimmt auch Sachen, die ihr auf sowas schreiben könnt. Ihr könnt so ein kleines Zettelchen nehmen und das in eurer Box aufbewahren. Wir gucken mal, was ihr dafür braucht. So, da brauchen wir eine Streichholzschachtel. Oh, das kann so eine große sein, das kann eine kleine sein. Und darauf klebt ihr dann, entweder ihr klebt weißes Papier auf beide Seiten und malt dann einen tollen bunten Mantel und klebt den mit so Steinchen. Kesia, was hast du da noch so alles? Glitzerstifte. Da geht richtig was. Oh, guckt mal, was ihr so Tolles zu Hause habt. Kramt in allen Schubladen, fragt die Mama. Und ihr könnt natürlich auch richtig kreativ bemalen. Wer sagt, ich glaube, ich kann nicht so einen guten Josef malen? Die Christina, bei der könnt ihr auch diese Vorlage für den kleinen Josef euch per E-Mail dann noch zuschicken lassen. Machen wir hinterher. Und dann
klebt ihr das alles so auf, Bastelanleitung. Wie gesagt, wer sie haben will, kommt. Und was ihr dann reintut, bleibt echt. Überlegt euch was, was ist toll, was ist euch was wert. Und vielleicht bastelt ihr es gemeinsam, vielleicht macht ihr auch Mama oder Papa eine Freude. Oder eurer Schwester, eurem Bruder. Vielleicht war Streit. Und dann ist es auch eine total schöne Sache, dann sowas zu verschenken. Ja. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Basteln. Und wer jetzt sagt, wow, basteln? Eigentlich bastel ich nicht so gerne. Eigentlich spiele ich lieber was. Jetzt haben wir auch so lange gesessen. Wobei, Marco hat natürlich ganz schön aus der Puste gebracht, oder? Komm. Wir wollten euch nochmal aus der Puste bringen. Mit einem Spiel. Da brauche ich aber noch Helfer. Brauchen wir noch welche, oder? Unbedingt. Ah, ich sehe auch schon zwei kommen. Okay, ich glaube, den Tisch schieben wir mal weg. So. Vielleicht kennen einige von euch das Spiel Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? Ganz ehrlich, wir haben hier keine Fischer, wir haben auch kein Wasser. Wir haben den Josef und wir haben einen Brunnen. Und der ist wahrscheinlich richtig tief. Wie kommt man da wieder raus? Okay, was ihr jetzt, glaube ich, zuerst machen müsst. Wir brauchen Platz. Hier haben wir schon Platz gemacht. Bei euch zu Hause im Wohnzimmer steht da noch irgendwo ein Tisch, Ecken, vielleicht noch ein Stuhl zur Seite oder im Kinderzimmer noch was wegräumen. Ja, habt ihr Platz? Ja, so dass ihr so viel Platz habt, ungefähr. Passt? Jetzt bin ich gespannt, wer bei euch zu Hause mitmacht. Also, alle in Position. Mal sehen, was ich mir ausdenken kann. Na? Vater, Vater, wie tief ist der Brunnen? Der Brunnen ist 30 Meter tief. Und wie kommen wir da raus? Ihr müsst Frosch hüpfen. Und ihr zu Hause, los geht's. Warm machen. Wow. Also, seid ihr auch so weit gesprungen? Das war ja mega. Die sind fast raus, aber nur fast. Vater, Vater, wie tief ist der Brunnen? 100 Meter tief. Und wie kommen wir da raus? Ich weiß. Ganz einfach. Also ihr dreht euch so um und dann haltet ihr mit euren Händen die Füße fest. Ja. Und dann rückwärts laufen. Ja, Achtung, die... Oh. Ich hoffe, bei euch ist im Wohnzimmer alles stehen geblieben jetzt. Ich hoffe, das hat geklappt. Wenn ihr was umgerannt habt, dann waren wir so ein bisschen schuld, glaube ich. Ja. Schon fertig? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein. Vater, Vater, wie tief ist der Brunnen? 785 Meter tief. Boah, und wie kommen wir da raus? Ich glaube, ich weiß was, was ihr gut könnt. Mal sehen, wie die das machen. Purzelbäume schlagen. Seid ihr noch fit? Oh, bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Das wäre ja ganz furchtbar geworden. Okay. Einen haben wir noch, oder? Ja! Vater, Vater, wie tief ist der Brunnen? 10.000 Meter tief. Und wie kommen wir da raus? Ich mach jetzt was. Also ihr zu Hause... Ich glaube, besser nicht nachmachen, außer jemand ist Akrobat. Aber mal gucken, wie die beiden das machen.
Handstandlauf. Jungs, das sah hammermäßig aus. Ich hätte das nicht halb so gut gemacht. Ihr habt es vielleicht sogar doppelt so gut gemacht. So, jetzt sind wir so richtig aus der Puste. Ich ja jetzt nicht, aber ich glaube Julius und Tim, die sind jetzt richtig aus der Puste. Die haben jetzt mal richtig Pause und ich freue mich, dass Christina jetzt zum Abschluss noch mit uns betet. Das war jetzt schon ein ganz schön voller Sonntag, oder? Wir haben super Lobpreis gehabt, Theater, Geschichte, Basteln und Spiel. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr genießt jetzt einen richtig schönen Tag in eurer Familie. Ihr könnt vielleicht rausgehen, was Spielen Gemeinschaft haben. Wir freuen uns, wenn ihr nächsten Sonntag dabei seid und die Geschichte von Josef dann auch weiter erzählt wird. Was passierte denn, nachdem der da in diesem Brunnen drin lag? Wie ging es dann in seinem Leben weiter? Seid gespannt. Ich bete jetzt mit euch und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Vater, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns einen Sonntag geschaffen hast, damit wir Pause machen dürfen, spielen dürfen, Zeit mit dir haben und mit Familie. Vielen, vielen Dank. Segne uns diesen Tag. Amen. Und wir vom ganzen Team wünschen euch einen wundervollen, gesegneten Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.